Was wir fordern, ist, dass die Bundesregierung sich konsequent einsetzen soll, erstmal für einen sofortigen Waffenstillstand und dann eine internationale Friedensinitiative unterstützen soll, zum Beispiel mit Ländern wie Brasilien, um dazu zu kommen, dass der Krieg endet, dass die Ukraine einen Status bekommt als sicherer Staat und dass die russischen Truppen sich zurückziehen. Aber all diese Dinge können nach unserer Vorstellung und eben auch nach den Überzeugungen führender Militärexperten nur am Verhandlungstisch erreicht werden. Das heißt, weitere Waffenlieferungen, immer schwereres Gerät wird einen Frieden nicht näher bringen, sondern eher in weitere Ferne rücken. Und wir möchten, dass die Bundesregierung sich an einer Friedensinitiative beteiligt. Jetzt gibt es ein G20-Treffen in Neu-Delhi in diesen Tagen. Also Frau Baerbock wird ja dorthin fliegen. Man hört, dass der russische Außenminister Lavrov auch dorthin reisen wird. Kann man mit solchen Leuten überhaupt verhandeln? Ich fürchte, man muss es tun. Also Diplomatie bedeutet ja, dass man mit Menschen redet, auch wenn man sie überhaupt nicht mag, auch wenn man vielleicht aus gutem Grund große Kritik hat und überhaupt nicht einverstanden ist mit der Haltung. Das ist Diplomatie. Das heißt, man muss Wege finden, auch mit Menschen zu verhandeln, auch mit Akteuren zu verhandeln, die man aus gutem Grund, ich sag's mal salopp, überhaupt nicht leiden kann. Das ist ein Wesen der Diplomatie und das muss stattfinden. Wir wissen aus Erfolgen, also stattfindenden Gefangenaustauschen, auch aus dem Getreideabkommen, dass es durchaus möglich ist, auch mit Russland in dieser Situation Vereinbarungen zu treffen.